Der ultimative Test Teil 10. Weiter geht's. Der letzte Abschnitt bestand hauptsächlich aus Asphalt. Und dieser wird auch leider nicht viel besser. Wir sind hier kurz vor Lübeck. Der TED führt uns nach dem Bahnübergang in einer kleinen Schleife auf die B75. Die B75 führt uns durch den mautpflichtigen Tunnel unter der Trave hindurch. Im Übrigen das kleine Bächlein, das wir in Teil 3 passiert haben. Das ist die grandios tolle Betonaussicht im Tunnel. Nachdem ich Tunnel und Mount hinter mir gelassen hatte, wollte ich die Asphaltfläche so schnell wie es geht wieder verlassen. An dieser Stelle starte ich mal den Fast Forward, denn so spannend ist das hier nicht wirklich. So, nachdem ich feststellen musste, dass ein Abschnitt des TEDs, der langweilig und uninteressant durch die Stadt führte,
auch noch aufgrund einer größeren Baustelle gesperrt war, musste ich einen Alternativweg suchen, also einen Teil der Strecke wieder zurück und umfahren. Während die Aussicht zur Seite hier eher trist und städtisch war, war die Aussicht nach vorne doch ganz spannend mit diesem Ford Oldtimer Pickup. Inzwischen ist es ca. 10 vor 7. Der Tank leert sich stetig und diesmal leider auch wieder nur Asphalt. Komme ich wieder kurz vor Schluss meines Etappenabschnittes etwas Offroad geboten? Mal sehen, die Antwort im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.